Von geheimen Fenstern in alten Kirchen, der Lepra in Ostfriesland und dem schiefsten Turm der Welt, der in Surhusen steht. Ganz oben an der deutschen Küste in Ostfriesland ist der Himmel hoch und weit und das Land grün und eben. Die Kirchen sind, es ist dem weichen Marschboden geschuldet, eher klein und ziemlich krumm. Das uralte Kirchlein von Surhusen macht sogar einen solchen Katzenbuckel, dass sein schiefer Turm selbst den berühmten großen Bruder aus Pisa übertrifft. Heute aber will ich von der Seitenwand dieser Kirche erzählen, nicht von ihrem Turm. Dort findet sich ein winzig kleines, schmales Fensterchen und dieses trägt den düsteren Namen Lepraspalte. Andere sagen auch Hagioskop dazu. Neben der Pest durchstreifte nämlich auch die Lepra damals jeden bewohnten Winkel der Welt und griff sich auch in Ostfriesland zahlreiche Opfer. An der Pest starben die meisten Kranken ja sehr schnell und hatten es hinter sich. Ihre Leichen wurden auf Karren gestapelt und eilig begraben. Die Leprakranken aber schleppten sich über Jahre mit ihrem Leiden. Übersät mit Blasen, Pusteln, Geschwüren wurden sie immer schwächer, Finger und Zehen faulten langsam ab, viele wurden blind und jeder Kontakt zu den Gesunden war ihnen streng untersagt. Hier und da wurden ja Siechenhäuser für sie eingerichtet, doch meist blieben die Kranken auf sich gestellt. Natürlich hatten die gesund gebliebenen Schuldgefühle. So brachen sie in ihre Kirchenwände jene vorher erwähnten Lepraspalten, gerade hoch und breit genug, dass die armen Kranken der Messe zumindest von außen folgen konnten, aber so schmal, dass die Gemeinden innen sich sicher vor Ansteckung fühlten. Mancherorts kaufte man, um sein Gewissen zu beruhigen, sogar eine hübsche Reliquie und stellte die so im Kirchraum auf, dass der Blick der Leprakranken durchs Schielfensterchen direkt darauf fiel. Ob diese aber dadurch Trost gefunden haben, ist nicht überliefert. Die Schutzheiligen schienen sich mit ihrer Arbeit jedenfalls viel Zeit gelassen zu haben, denn die Seuchen haben lange gewütet in Ostfriesland und ganz von der Welt verschwunden ist die Lepra ja sogar bis heute nicht.